Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Es dämmert, da hinten kann man gerade noch sehen, verschwindet gerade der Mond hinter einer Wolke und am Horizont. Und im Osten müsste die Sonne demnächst untergehen, aufgehen natürlich. Ich habe jetzt die Nacht einfach mal auf dem Dach rumgebracht. Da ist überhaupt nichts passiert. Jetzt werde ich mal noch ein bisschen hier mal angucken, was hier unten für Zombies rum. Auch noch nicht. Ziemlich ruhig. Handsafe. Ah, gut, das dauert also ein bisschen lange. Wir brauchen eine Spitzhacke. Brauchen wir schon. Zombie, ne? Okay. So, das halt nochmal. Scrap mal. Das können wir reparieren. Mal gucken, was da rauskommt. 10. 10. Oh ja, doch, das ist schon besser. So. Stopp, stopp, stopp. Los, stopp. Und der kann natürlich nicht einstellen. Schade, schade. So, was haben wir jetzt hier? Kann man das Blut abnehmen. Sehr toll. Es ist so wenig Blut. Wir haben keine Steine, verdammt. Ah, besser Mantel. Verdammt.
Vitamin. Hey, heb mal auf. So. Na, schön, dass wir bei Construction So. Und Sachen, die wir nicht bringen. Die Schuhe. Na doch, die Schuhe bringen was. Schauen wir mal, dass ich ein paar Steine rausbekomme. Ah ja, gut. Ich krieg Steine raus. Sehr schön. Können wir die jetzt wieder reparieren? Die können wir scrappen. Ach, und das ist doch noch Holz. Super. Ich frage mich gerade, warum das so verrammelt ist, wenn es ja gar nichts Besonderes gibt. Gut, dann schauen wir doch eine Etage tiefer. Treff den Zombie und... Ah. Nicht kann man nicht hier. Jetzt hab ich schon die Füße abgehauen. Ah, jetzt kommt der raus. Ah, nee, das nicht. Hopp. Ach, das ist ja noch ein... Kommt trotzdem nicht raus. Jetzt noch nichts Sinnvolles. Ah, eine Ranch, da kann man zumindest schon mal alles ab. Wollen wir die jetzt noch nicht so viel bringen? So, ich
Nee, drin. Moment. Ach, das ist Holz. So, zwischen den. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich brauche besseres Werkzeug. Das anziehen. Ist das besser? Das können, das können. So, was haben wir noch? Das kommt noch mal. So. Müssen wir durch die Tür lange durchhacken? Oh! Schau, wir haben ja noch nicht alles gelootet. Da haben wir doch einen Türöffner. Mach die Tür auf. Okay, der fährt so schnell. Hätte ich gerade so gedacht, dann machst du deinen Scheiß alleine. So, gut. Okay, ich gehe mal schnell aufs Dach. Das ist schön. Auch nie weit laufen. Sieht gut aus. Das ist noch nicht immer so schön. Schauen. Ich wollte eigentlich mal nach hinten gucken, was da hinten so kommt. Wo ist ja alles Luder? Ach, hier gibt es drin. Hallo Zombies, wacht auf. Keiner da? Komisch. Uiuiui, komm, sag ich. Ja, bitte mach mir die Tür auf. Angetestet. Immer noch. Komm, Zombie. Immer noch angetestet. Oh, so eine dicke Mami. Ach, Mann.
Schön. Ah, okay, eine Cotton. Cotton wollte ich jetzt eigentlich noch kennenlernen. Nichts drin, nirgendwo. Okay. Nichts, bin ich dann safe. Okay, ich muss. Ach doch, jetzt kommt er. Ach, der hat mich noch gar nicht. Okay, ja. So, jetzt habe ich mich aber vorgestellt. Hallo? Ja, ich weiß, du kannst das auch. Du mich auch mal. Nein, doch nicht. Ach super, der hat klar das Gegengift für. Super. Kann mich da klar heilen. Ach, ich bin Level up. Und ich dachte jetzt gerade, ich habe einen Zombie in der Ecke. Gut, gut. Kein Zombie. Ja, wieder ein Kugel. Na? So viele leere Gläser, Wahnsinn. Na komm her. Super. Okay. Ich hoffe jetzt eigentlich die ganze Zeit, bevor ich eine Basis suche, wirklich irgendwie eine Spitzhacke zu finden. Oder noch ein anderes sinnvolles Werkzeug. Au, ja. Sowas zum Beispiel. Das brauche ich mal eine Werkbank. Damit ich die zusammenlegen kann. So. Gehen wir mal schnell den Loot auslernen. So steht da jetzt ein Zombie. So, jetzt schläft er nicht mehr.
Ich nehme mal so eine Wrench mit. Kann ich mein Doppels auseinanderbauen, wenn ich was Sinnvolles finde? So. Kann ich mal die Zeit nutzen, was essen? Was trinken. Und ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Ich bin gleich wieder da. So, und da geht es wieder weiter. Natürlich habe ich das rausgeschnitten. Für euch ging das jetzt sofort weiter. So. Alles klar. Ein bisschen was essen. Trinken. So. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich ja mal da hingucken, was da so ist. Ich könnte natürlich auch meine Basis einfach hinten in die Stadt bauen. Das will noch. Nimm auf. Steine sind gut. Oh, da ist ein Zombie, der interessiert mich gerade nicht. Ich muss ein Bier trinken. Schon wieder ein Zombie. Okay. Ach schon. Bei Zombies. Und Esther. So. Die greifen von allen Seiten an. Ich bin jetzt noch am Überlegen, wo brauche ich mein Wasser. Ein Berg ist halt nicht ganz so gut. Die graben dann halt auch einfach mal sich durch. Ist alles wieder im Regen. Bleib stehen. Geht doch. Ich glaube nicht, nee, das scheint alles insgesamt eine ziemlich hügelige Landschaft zu sein.
Ich müsste halt wahrscheinlich mal. Ich mal in die andere Richtung nach oben gehen und gucken, was ich da sehe. Da war ich da, glaube ich, schon mal. Ja, gut. Noch nie wirklich so weit. Hallo! Guten Frieden! Guten Frieden! Komm ich doch nie! Da kommt einfach noch einer von! Noch einer! Das ist unfair! So, was hast du jetzt davon? Ich mag das nie! Nebenschießen, fetzt nie! So! Wieder nicht reinstecken. So, jetzt lass mich doch mal eine Aussicht hier mal genießen. Ah, okay. Sehr hügelig. Tja, dann würde ich sagen, dann bleibe ich einfach mal hier. Und baue hier zumindest mal meine Basis irgendwie hin. Habe ich zwar noch nie so direkt in der Stadt gebaut, aber irgendwann ist immer alles. Immer mal. Irgendwann ist das erste Mal. Ja, ich. Das hat er nicht gemacht. Jemand, der was will. Ah, wieder Fleischspitzen, sehr schön. Und dann hier die. Ich darf die Zeit klären. Gut. Bauen wir doch einfach mal eine Straße. Dafür bauen wir uns einfach immer die Pass hin. Diesmal fange ich mit der oberirdischen Plattform an, einfach damit ich dann beim siebten Nacht wieder so kurz vor knapp fertig werde. So. Aber das gibt es dann alles in den kommenden Folgen zu sehen. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in den folgenden. Macht's gut, bye bye.